Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben Freitagmittag. Achso, denke gerade, was ist denn da jetzt los? Warum sehe ich keine Uhrzeit? Weil ich in der Mikrowelle was drin habe, was ein bisschen angetaut werden muss, weil ich es gestern Abend vergessen habe. Ja. Sieb statt Gehirn mittlerweile anscheinend. Ja. Es ist Freitag, kommt schon wieder, 1 Uhr gerade. Raffi ist schon nach Hause gekommen, er hatte heute Frühschicht bei seinem Praktikum im Edeka und unser Edeka macht ja Mittagspause von 12.30 Uhr bis 2. Aber Raffi war schon vorher da, nee, der ist doch kurz nach 12 gekommen, der hat heute von 7 bis 12 gearbeitet. Ja, jetzt ist Wochenende, er freut sich, der ist kaputt. Das Kind musste richtig arbeiten und ist kaputt. Jetzt hat er das gesehen, wie das so ist, wenn man irgendwie ne, so... Obwohl, wir kennen das doch eigentlich schon. Der hat schon bei Papa Praktikum gemacht. Egal, auf jeden Fall Regale einräumen ist nicht nur einfach Regale einräumen. Ne? Das ist anstrengend. Das hat er jetzt auch mitbekommen. Ja. Warum stehe ich da jetzt gerade so rum hier? Freitag. Viel zu tun, wie immer. Und genau dieses viel zu tun muss ich jetzt auch machen. Ich habe euch ja gesagt, morgen ist Erntedank-Gottesdienst in der Gemeinde und danach ein Potluck. Das heißt, gemeinsames Essen, Mittagessen, jeder bringt was mit. Und vor ein paar Wochen, als ich in der Gemeinde war, ist Natascha gerade, also unsere Gemeindeleitung da jetzt, ne, im Gemeindeleiterteam, rumgegangen. Nach der Taufe, genau, beim Tee trinken nach der Taufe. Hat sie uns in der Küche gestellt, Aktiven alle, ne? Und meinte, Irina, was bringst du mit? Wir haben internationales Essen. Und ich dann, naja, na, was soll ich denn jetzt mitbringen? Wie immer. Ja, darauf habe ich gehofft. Dein Borsch bitte, ja? Genau, also ich muss gleich meinen Borsch machen. Und dann einen Kuchen noch. Das muss immer, ne? Kuchen von mir wird auch irgendwie immer, ja. Erwartet, aber ich erwarte das selber von mir auch. Ne? Also nur mit Suppe ankommen ist auch nicht so ganz meins. Also meistens bringe ich auch Kuchen mit. Genau, das muss ich jetzt machen. Dann, heute ist Freitag, das heißt Fast Food Freitag bei uns. Irgendwas Fast Foodiges zum Abendessen. Und Isabel und ich waren uns beim Einkaufen jetzt am Mittwoch einig, dass wir heute selbstgemachte Pizza haben wollen. Moment. Stopp! Nicht erwischt. Erwischt, aber nicht dolle genug. Fliegt hier gerade weiter. Fliegen. Die nerven tierisch hier gerade. Ja. Selbstgemachte Pizza werde ich gleich machen noch. Das heißt, ich muss gleich noch Teig. Nicht gleich. In ein paar Stunden. Teig für Pizza aufsetzen und da ich jetzt nicht wirklich Lust habe einkaufen zu fahren am Wochenende, bei uns sind ja noch sonntags die Geschäfte auf und vielleicht doch, aber weiß ich jetzt nicht, werde ich vorsichtshalber ein kleines wenigstens noch Brot anschmeißen, weil wir nicht mehr so viel Brot haben jetzt fürs Wochenende. Ich hätte eigentlich Raffi anrufen können, der hätte Brot kaufen können. Du warst ja beim Edeka. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich könnte jetzt auch noch Easy anrufen, aber wahrscheinlich sitzt es schon im Auto. Ist auch doof. Nee, egal. Ich backe dann gleich auch noch ein kleines Brot. So sieht der Plan aus. Außerdem muss ich noch unbedingt den Boden wischen. Habe ich ja gestern vertagt. Hier sieht es aus. Katastrophe. Vor allem da, wo ich immer arbeite. Ne? Hier der Platz. Und da hinten bei der Bertha. Und diese Woche habe ich ja noch einiges schon gebacken gehabt und so. Ja, muss überall Boden gewischt werden und die Wäsche, die ich gestern sortiert und zusammengelegt habe, die muss ich dann nach oben verfrachten oder verfrachten lassen. Ich pfeife mal gleich die Kinder zusammen, wenn die da sind, alle. Die sollen gefälligst ihren Kram mitnehmen und gleich in die Schränke einräumen. Die Wäsche, die ich gestern draußen aufgehängt habe, ist nicht trocken geworden. Weil es heute mitten danach angefangen hat zu regnen. Und auch wenn die Wäsche unter Dach hängt, ist sie, ja, klamm.
weil eben durch den Regen die Luftfeuchtigkeit hoch ist und das dauert jetzt. Das kann sein sogar, dass wenn es nicht aufhört zu regnen die nächsten Tage, die Wäsche reingetragen werden muss und dann im Haus auf so einem Wäscheständer getrocknet werden muss. So sieht's aus. So, und jetzt habe ich lang genug gequatscht. Ich habe euch meine Pläne mitgeteilt, was es heute so alles ungefähr im Video zu sehen gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Zusehen und bedanke mich jetzt schon dafür, dass ihr eingeschaltet habt. So, und jetzt geht's los. Ich werde als erstes diese Händchen unterkeulen, sind das. Wie viele? 2, 3, 6, 7 Stück. Werde ich jetzt einfach mal schnell abwaschen und aufsetzen, weil ich Borsch mit Fleisch kochen werde. Ne? Man soll ja das mitbringen, was man selber mag und so, ne? Und wir sind keine Vegetarier, schon gar nicht Veganer oder sowas. Wir essen gerne Fleisch. Deswegen wird mein Borsch auch mit Fleisch sein. Mit Hähnchenfleisch. Also ich kann jetzt nicht alles berücksichtigen, was so an Geschmäckern oder Richtungen und so weiter in der Gemeinde so rumläuft. Wer kein Fleisch isst, muss halt dann was anderes essen. So sieht's aus. Ja, und genau das mache ich jetzt. Ich wasche einmal diese Hähnchenunterkeulen ab, hole einen ganz, ganz großen Topf, mache Wasser rein und stelle das Ganze auf den Herd. Vorher muss ich aber den Herd ein bisschen sauber machen, weil er irgendwie ja, gestern doch nicht ganz so sauber geblieben ist. Ja, einmal die Hähnchenkeulen rein, ein bisschen Salz dazu und jetzt bereite ich alles vor, um Kuchen zu backen. Also ich hole die Zutaten zusammen, messe und wiege alles ab, stelle die Butter einmal in die Mikrowelle, damit sie ein bisschen schmelzen kann, ja, und überlege, was ich alles so überhaupt im Kuchen drin haben möchte. Ich habe jetzt alles vorbereitet für den Kuchen. Den machen wir als erstes. Die Bertha ist am Start. Hähnchenkeulen oder Unterkeulen habe ich schon angeschmissen. Die kochen jetzt vor sich hin. Ich habe mich bewusst für Hähnchenkeulen entschieden, weil das halt nicht so lange dauert, bis das Fleisch gekocht ist. Ne? Ich habe zwar auch Rindenbeinscheiben und Rinderbeinscheiben oder auch Rindersuppenfleisch und so, aber das dauert dann etwas länger. Die hätte ich ja rein theoretisch im Instant Pot vorkochen können, aber nee, das tue ich mir heute nicht an. Viel zu tun. Deswegen legen wir jetzt einfach mal los. Erstmal mit dem Kuchen, dann mache ich das Brot, den Teig für Brot und dann kochen wir Brot. So. Und ich habe jetzt gerade schon ein Foto gemacht von den Zutaten. Natürlich liste ich die dann auch gleich auf, was wie viel, wenn ich ja, den Teig fertig habe. Es kann passieren, dass ich vielleicht von dem irgendwas da jetzt ein bisschen mehr brauche oder so. Aber so die Grundsachen, die ich mir so überlegt habe, habe auch gar keine Rezepte mehr angeguckt, die habe ich jetzt hier zusammen und wir legen einfach mal los. So, Bertha am Start. Und jetzt machen wir, was machen wir denn als erstes? Wir geben hier 150 Gramm geschmolzener Butter in die Schüssel rein. So, dann habe ich hier so 170, 175 Gramm Zucker. Das kommt auch mit dazu. Dann habe ich hier Tonkazucker. Ich habe ja hier auch mal so ein Tonka-Bohnen-Paste. Den kann man natürlich auch sehr gut nehmen. Und dann nehme ich heute die Paste. Ich nehme mal wieder die Paste, weil er muss aufgebraucht werden.
ist nicht mehr wirklich, wie sieht man, pupst schon. Das heißt, die letzten Tropfen nehme ich jetzt rein und fange an zu verrühren. Ein bisschen schneller, damit es etwas aufgeschlagen wird. Und dann habe ich hier drei Eier, drei Bananen, 300 Gramm Joghurt pur, 150 Gramm Zucker, sage ich, Mann, Walnüsse sind das, 250 Gramm Mehl, Backpulver logischerweise, Kakao und ich gebe jetzt schon in die Schüssel eine Prise Salz. Das wird jetzt der Kuchen sein. Während das hier ein bisschen aufschlägt, zermatsche ich die drei Bananen. Ich habe mich bewusst heute für Bananen entschieden, weil ja, die einfach weg müssen. Ein paar, also zwei waren sehr, sehr reif. Die wird garantiert keiner mehr essen. So, jetzt gebe ich hier in die Schüssel die drei Eier. Ein bisschen langsamer und dann die zwei Becher Joghurt. Das rühre ich jetzt ein, dann gebe ich auch gleich schon die Bananen, die drei Stück, rein. Und jetzt geht es schon mit den trockenen Zutaten weiter. Also die flüssigen Zutaten habe ich jetzt alle drin. Jetzt gebe ich die Nüsse rein und dann habe ich hier das Mehl, 250 Gramm. Ich denke, das wird reichen. In dieses Mehl gebe ich ein Päckchen Backpulver und dann Kakao. Habe ich immer noch nicht umgefüllt. Ich nehme mal so 2 Teelöffel. Diese Mischung, die siebe ich einmal direkt in die Schüssel. Hole erstmal den Rührbesen raus und siebe das direkt in die Schüssel rein. Und jetzt langsam, ich habe auf 3. Unterheben und wer mag, kann noch Schokotröpfchen oder sowas reinmachen. Überlege ich noch. Vielleicht lasse ich das sogar so. Ohne Schokotröpfchen ist ja genug Zeugs drin. Ne? Ich meine, da sind jetzt auch noch Nüsse dabei. Und fertig. So schaut der Teig aus. Ich werde jetzt die Backform holen und den Backofen anschmeißen. Ich weiß noch nicht genau, welche Backform ich am besten mache. Überlege ich mir jetzt noch ganz schnell. Wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe mich heute für die ganz normale runde Springform entschieden, weil man die einfach den Kuchen nachher leichter mitnehmen kann. Ich habe ja diese Container, ne, diese Tortenglocken in rund. Die viereckige passt zwar auch drauf, der Kuchen, aber nicht ganz so schön dabei. Ne? Ich hatte mal von Tupa sogar diesen quadratischen, ne, diese quadratische Tortenglocke. Davon ist mir leider der untere Teil flöten gegangen, also verloren. Ich nehme mal an, der ist hinter diesem riesengroßen Schrank gefallen, der im Anbau steht. Der Schrank ist aber nicht mehr bewegbar. Wenn wir den bewegen, fällt der wahrscheinlich auseinander. Ich nehme aber wirklich an, dass das Ding da hinter dem Schrank liegt, weil ich das mal ganz oben auf dem Schrank gepackt hatte. Ja, und ohne den unteren Teil kann ich natürlich die Tortenglocke nicht benutzen. So, jetzt. Backofen ist heizt gerade vor, 180 Grad Umluft und ich gebe
meinen Teig einfach mal hier rein. Mal gucken, wie schokoladig das Ganze nachher wird. Ich habe nicht ganz so viel Kakao gemacht. Und was ich für Creme nachher drauf mache, das weiß ich auch noch nicht so genau. Überlege ich mir noch. Aber jetzt erstmal Kuchen in den Ofen, 180 Grad. Ich nehme mal an, so 35, 40 Minuten. Immer schön Stäbchenprobe machen. Wenn am Zahnstocher, was auch immer ihr für Stäbchen nimmt, nichts mehr dran bleibt, kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Und dann muss er natürlich noch abkühlen. So, und ich suche jetzt mit die Zutaten zusammen für das Brot. So, ihr Lieben, es geht jetzt nahtlos weiter. Okay, so ganz nahtlos auch nicht. Ich hatte gerade geflucht hier wegen Kesselflicker. Ich habe ein Brotgewürz gesucht. Irgendeiner hat es sehr gut versteckt gehabt. Ne, manchmal, wenn die Mitbewohner hier es gut meinen und helfen wollen, sucht man danach umso länger. Ne? Wenn die irgendwas, was eigentlich dahin gehört, nach ganz woanders räumen, kann man das auch nicht so schnell finden. Also jetzt habe ich es aber alles gefunden und wir legen los mit Brotbacken. Ich mache nicht so ein Riesenbrot, ne, mit über einem Kilo oder was weiß ich. Ich habe hier 600 Gramm Mehl, aber es ist wieder so ein Mischbrot. Und bei Mehl muss man beachten, dass Dinkelmehl oder Vollkornweizenmehl sich ganz anders verhalten als normales Weizenmehl. Ne, das ist auch logisch. Normales Weizenmehl ist ganz, ganz fein gemahlen, ne, und Vollkornmehl ist dann wiederum schon etwas gröber. Und das gröbere Mehl braucht ein bisschen mehr Flüssigkeit. Deswegen werden wir jetzt sehen, was wir genau hier machen, wie viel. Wir legen jetzt einfach mal los. Ich schreibe euch natürlich alle Zutaten nachher auf einen Zettel und fotografiere den ab und hänge es ans Video dran. So. Und jetzt geht's los. Ich habe hier 250 Milliliter heißes Wasser, weil ich jetzt noch einen Becher Joghurt reingebe und Joghurt ist nun leider bei mir kalt. Ich habe nicht daran gedacht, rechtzeitig, ja, ich habe heute irgendwie leichte Siebprobleme im Kopf. Habe ich nicht rausgeholt, damit es Zimmertemperatur hat. Jetzt gebe ich deswegen das auch in heißes Wasser, damit die Temperatur auch stimmt. Weil für Hefe brauchen wir auch kein heißes Wasser, ne? Also das ist nicht gut, geht dann kaputt. Deswegen passt das jetzt ganz gut hier mit so etwas gemischt, ne? Jetzt hat das Ganze auch die richtige Temperatur und wir haben insgesamt 400 Milliliter. Ja, perfekt, gut abgepasst. Dann brauchen wir auf jeden Fall Zucker. Hefe braucht Zucker zum Aufgehen. Ich gebe jetzt so einen Teelöffel Zucker rein. Und dann mische ich Hefe in eins der Mehlsorten. Ich habe hier folgende Sachen. 200 Gramm Weizen, normales, feines Mehl. 200 Gramm Dinkelmehl, auch feines, nicht Vollkorn. Und 200 Gramm Vollkornweizenmehl. Ja, also insgesamt 600 Gramm Mehl. Und in ein davon gebe ich jetzt ein ganzes Päckchen und ein kleines bisschen mehr. Eine Prise mehr. Also ich sag mal, was hat jetzt 7 Gramm hat ein Päckchen? Ich sag's mal so, wir nehmen 8, vielleicht 9 Gramm Hefe. Das verrühre ich jetzt in der Schüssel. Dann habe ich hier klassisches Brotgewürz von Just Spices. Auch das kann man bestellen. Auch das gibt es auf der Seite und gerade bekommt ihr 5% Rabatt. Ich nehme davon wirklich nicht viel. Auf der Spitze vom Teelöffel. Mehr braucht man nicht. Das ist ziemlich intensiv, aber sehr, sehr lecker, Leute. Kann ich euch sagen. Ich habe das nämlich schon mehrmals ausprobiert. Ich versuche zu lesen, was hier drin ist. Koriander gemahlen, Fenchel gemahlen, Anis ganz und Kümmel gemahlen. Die klassischen Brotgewürze. Und das Ganze gebe ich jetzt
in die Schüssel. Und auch die anderen Mehlsorten. Und dann benötige ich meinen Cup-Esslöffel. Das ist hier. Das ist ein Esslöffel. Und damit gebe ich jetzt Öl rein. So zwei, drei Esslöffel Öl. Drei habe ich jetzt hier. Und ich nehme ein bisschen von Balsamico-Essig was mit dazu. Das ist auch sehr gut, sehr lecker. Ein Esslöffel reicht aber vollkommen aus. Ja, und dann benötigen wir natürlich noch Salz, logischerweise. Weil das ja Brot und kein Kuchen sein soll. Also gebe ich noch Salz rein, und zwar 2 Teelöffel. Wir haben 1 Teelöffel Zucker und 2 Teelöffel Salz jetzt. Ja, und das Ganze wird einfach nur geknetet. Ich habe hier Knethaken. Und lasse das jetzt alles mindestens 5 bis 7 Minuten am besten kneten, nicht ganz so schnell. Ich habe jetzt etwas schneller gemacht, damit das einfach alles vermengt wird. Jetzt mache ich ein bisschen langsamer. Den Hefeteig, so schwere Teige wie Hefeteig, dürfen in der Buschmum 5 nicht über 3. Also Stufe 3 ist das höchste, was man bei Hefeteig empfiehlt, weil das einfach für die Maschine auch besser ist. Am besten sogar auf 2. Ja, und jetzt einfach nur kneten lassen. Und dann beobachten, wenn es ein bisschen zu wenig Flüssigkeit sein sollte, muss man halt dann ein paar Tropfen nachgeben. Und genau das muss ich, glaube ich, machen. Ich habe jetzt noch 20 Milliliter ungefähr Wasser dazu getan. Mal gucken, ob das reicht. Wenn nicht, muss ich halt noch ein bisschen mehr zugeben. Entweder Wasser oder Milch. Ist, ja, jeder wie er so mag. Oder noch mehr Joghurt. So, ihr Lieben, der Teig fürs Brot ist fertig. Ich habe tatsächlich noch minimal Wasser dazu gegeben. Ich sag's mal so, wir haben jetzt 450 Milliliter Flüssigkeit, weil der Teig mir etwas zu fest war durch das Vollkornmehl und so weiter. Deswegen ein bisschen mehr Flüssigkeit, und jetzt lasse ich den einfach mal stehen. Hier ist es warm genug am Herd, in der Küche ist es gerade richtig warm. Das sieht man mir auch an. Ja, einfach mit einem sauberen Tuch abdecken und stehen lassen, so ein Stündchen, passt wunderbar. In der Zeit kann ich dann mich um andere Sachen kümmern. Während der Teig fürs Brot am Aufgehen ist und der Kuchen im Backofen vor sich hin backt, mache ich alles schon mal fertig für Borsch. Dafür muss ich einiges an Gemüse und Kartoffeln und so weiter schälen und dann in die nötige Größe, oder in die gewünschte Größe, die ich gerne haben möchte, schneiden bzw. reiben. Die Möhren, rote Beete und Knoblauch, das wird bei mir immer gerieben, und alles andere halt geschnitten. Und über die rote Beete nach dem Reiben gebe ich ein bisschen Zitronensaft, damit die nachher beim Braten und Kochen die Farbe behält. Ja, und Weißkohl, den schnippel ich einmal ganz, ganz klein. So wie man es halt mag. Manche mögen es etwas größer, die Stückchen in der Suppe. Ich mag das nicht so gerne. Deswegen alles einmal richtig schön fein machen. So, ihr Lieben,
Jetzt geht's weiter und zwar mit dem Bottich. Ich habe hier schon alles vorbereitet, also geschält, geschnitten bzw. gerieben, je nachdem wie was. Ne? Und jetzt lege ich einfach mal los und koche den, damit ja, der schon mal so weit ist und weiter vor sich hin köcheln kann, also fertig köcheln kann und ich hier weitermachen kann. Der Kuchen ist hier schon aus dem Ofen, muss noch abkühlen und dann überlege ich mir noch, was ich damit weitermache. Brotteig geht vor sich hin da jetzt in der Ecke und dann, wenn der Borsch richtig in Arbeit ist, geht es dann weiter. Ich muss noch den Pizzateig machen und unbedingt den Boden wischen. Ja, genau. Genau, ich habe jetzt hier die Brühe von den Hähnchenunterkeulen. Die habe ich rausgeholt, die Brühe einmal durchgesiebt und habe jetzt die wieder angestellt, damit das ja, eben kochen kann. Und hier habe ich eine Pfanne mit etwas Öl drin für die Zajarka. Zajarka ist es das, was so Gemüse, was auch in die Suppe reinkommt, aber was ich vorher extra ein bisschen anbraten werde. Ja, hier fängt das an jetzt wieder heißer zu werden und hier habe ich Kartoffeln und die gebe ich schon mal in den Topf rein. Also das ist ein großer Topf. Ich habe ihn zwar jetzt nicht voll gemacht, die Anzeige ist hier gerade so bei 6 Liter. Ich denke mal 5,5 Liter Bouillon habe ich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt alles drin habe, wird es bestimmt fast voll sein. Kartoffeln und ich werde heute den Borsch aus gemischten Kohl machen. Einmal habe ich hier Sauerkraut und einmal habe ich frischen Weißkohl, weil ich glaube, dass das Sauerkraut nicht ausreichend wird. Ich habe ein Glas aufgemacht, das ist mein selbst eingedingster, also selbstgemachter Sauerkraut und den habe ich jetzt in Wasser reingetan, also mit ein bisschen Wasser übergossen, damit ein bisschen milder wird, weil durch das Fermentieren und so, ne, wird das ja doch schon ziemlich sauer, das Ganze. Ja, hier habe ich jetzt schon Kartoffeln und die Pfanne mit Öl habe ich jetzt auch schon angestellt. Die wird langsam heiß und deswegen gebe ich 2 Zwiebeln rein. Also das sind keine riesengroßen Zwiebeln, aber da ich einen sehr großen Topf mache heute, ja, habe ich gedacht, ich mache jetzt 2 Zwiebeln. Und die dürfen jetzt erstmal ein bisschen anbraten. Und dann habe ich hier 2 Möhren, 2 Stück rote Beete, habe ich auch gerieben und mit Zitronensaft beträufelt. Dann habe ich hier eine große Solo-Knoblauch gerieben. Ja, und dann, wie gesagt, Kohl und Sauerkraut. Und während das hier alles jetzt in Arbeit ist, werde ich, glaube ich, die Hähnchenkeulen abpulen und das Fleisch auch zurück in den Topf geben. Und meine Männer kommen nach Hause, höre ich gerade. Ja, einfach das Fleisch ist jetzt abgekühlt. Ich habe das ja schon vor einer Zeit lang rausgeholt. Abpulen von den Knochen und wieder zurück in den Topf. So, das Fleisch ist jetzt wieder im Topf und die Zwiebeln fangen langsam an bräunlicher zu werden. Deswegen gebe ich jetzt die Möhren rein. Und einen Teil vom rote Beete. Nicht alles. Ich werde auch hier halbe machen. Ein bisschen was davon werde ich jetzt anbraten. Und ein bisschen davon kommt direkt nachher in den Topf rein. Ja, und jetzt das ganze Gemüse hier auch einmal gründlich anbraten. Und ich hole in der Zwischenzeit Tomatenmark aus dem Kühlschrank. So, das ist jetzt ein bisschen angebrutzelt. Könnt ihr überhaupt was sehen? Die Kamera ist echt doof. Ich warte sehnsüchtig auf die neue. Auf die neue alte, meine ich. So, hier gebe ich jetzt einfach mal Tomatenmark noch mit dazu.
Zack. Und lasse den hier ein bisschen anrösten. Es schmeckt einfach besser. So. Und hier kocht alles schon. Deswegen gebe ich schon mal den frischen Kohl dazu. Es ist aber auch von, ja, unterschiedlich, wer was mag. Ich mag es nicht, wenn der Kohl beim Essen naja, so knackig noch ist. Ich, ja. Bei mir muss er weich sein, deswegen gebe ich den jetzt schon mit rein. Genau wie den Sauerkraut, aber den drücke ich dann mal mit den Händen ab, damit nicht zu viel Wasser dabei ist. Einmal hier so ausdrücken und rein. Und jetzt kommt der Inhalt der Pfanne noch dazu. Ich sag's doch, der Topf wird randvoll sein. Und ich muss probieren, ob wir genug Salz drin haben. Nein, natürlich nicht. Salz, Brühe, irgendwas, was ihr gerne mögt. So, Salz. Wo bin ich denn jetzt? Pfeffer. Ach, hier ist er. Und Pfeffer. Und den nicht angebratenen, also die nicht angebratene rote Beete dazu. Und den Knoblauch. Und ich hoffe, dass das Ganze die Farbe behält. Ich habe aber jetzt irgendwo einen Trick gelesen in der russischen Kochgruppe, dass die Mädels auch noch direkt in die Suppe ein bisschen Zitronensaft geben, damit die rote Beete die Farbe nicht verliert. Ja, das darf jetzt erstmal ein paar Minuten kochen und dann kommen nur noch ein paar Kräuter rein wie Lorbeerblatt, Dill und Petersilie, also was man so mag. Also in Busch gehört auf jeden Fall Dill rein. Ist so. Das darf kochen und ich muss dieses Schlachtfeld hier aufräumen, bevor es mit dem Kuchen und Brot weitergeht. Und mein Schatz hat hier Tee aufgesetzt. Ich denke, wir trinken gleich auch Tee, aber dafür muss ich erstmal das hier alles aufräumen, ne? Katastrophe. Ja, der Borsch köchelt vor sich hin, Brotteig ist noch nicht so weit, ruht noch ein bisschen auch da auf dem Herd und ich räume die Küche auf zum keine Ahnung wievielten Mal heute. Einmal muss ich den Geschirrspüler ausräumen und das, was da gerade so rumsteht, das ganze Schlachtfeld einräumen. Ich hatte vorhin ja schon den Geschirrspüler angemacht gehabt, der ist fertig gewesen, also passt das wunderbar. Die Männer sind nach Hause gekommen, haben mir ihre Dosen und Thermosbecher und Thermoskannen und so weiter gebracht. Alles muss einmal sauber gemacht werden und das passt wunderbar auch im Geschirrspüler. Gleich anmachen und ein bisschen später ist er dann auch schon fertig. Das können dann aber die Kinder erledigen. Einmal die Arbeitsplatte sauber machen, gucken, was mein Bursch macht. Ein paar Lorbeerblätter rein und ich nehme tatsächlich nur Dill. Petersilie lasse ich heute mal. Ich habe jetzt Dill aus dem Gefrierschrank geholt. Einmal Foto für euch machen, für Instagram und Facebook. Und weiter geht's. Ich habe jetzt hier Geschirr hingestapelt, das saubere. Räume das natürlich gleich in den Schrank ein oder in die Schränke. Stelle Wasser auf. Dirk hat seinen Tee mitgenommen.
aber ich möchte auch gerne was haben, deswegen nochmal was aufgesetzt und ja, solange das Wasser am Kochen ist, mache ich hier ein bisschen weiter alles weg. Und dann ja, ist mir die Soße von gestern in die Hände gefallen und ich habe mir überlegt, oh, was machst du jetzt damit? Einfrieren. Und einen kleinen Teil davon habe ich tatsächlich beiseite gepackt. Das kommt dann auf die Pizzas drauf. Warum auch nicht? Das ist ja nur eine Gemüse-Tomaten- oder Tomaten-Gemüsesoße. Passt wunderbar. Die Tütchen mit der Soße beschrifte ich einmal und dann wandern die auch schon in den Gefrierschrank. Die Suppe noch einmal abschmecken und dann, oder den Borscht, und dann ist es auch schon fertig. Und jetzt mache ich mir ein Cappuccino. Und ja, mache die Pizza, also den Teig dafür. Der muss ja auch ein bisschen aufgehen, da aber meine ganzen Utensilien von der Bertha im Geschirrspüler sind, mache ich das Ganze einmal mit dem Handmixer. Und wie Pizzateig geht, habe ich euch schon ganz oft gezeigt, wie ich den mache. Wasser, warmes Wasser, ein bisschen Öl, Zucker, Salz, Mehl und Hefe. Mehr kommt da nicht rein. Einmal alles ordentlich verkneten, ein paar Minütchen zu einem ja, schönen Teig und dann abdecken und auch an einem warmen Ort stehen lassen, bis man den braucht. Den kann er auch aufgehen. Der Teig ist richtig gut geworden, löst sich wunderbar vom Rand der Schüssel, also vom Boden und so. Und jetzt wird er einfach beiseite geschoben. Der Borscht ist fertig, also stelle ich den Herd aus. Und jetzt kommt für mich auch ein kleines Päuschen. Ich setze mich einfach an den Tisch. Entspanne meinen Rücken, trinke mein Cappuccinchen und esse ein Stück von dem Kuchen, was noch übrig geblieben war von dem Kuchen, den ich für Manuel gebacken hatte. Und jetzt ist auch schon der Teig fürs Brot fertig. Den hole ich einmal aus der Schüssel raus und ohne viel kneten, einfach nur ein paar Mal falten auf der Arbeitsplatte mit minimal Mehl. In die Backform packen. Ich habe jetzt hier den Kasten Ultra von Tupper, den ich ein bisschen eingebuttert und eingemehlt habe. Und dann ein bisschen befeuchten den Teig. Reinritzen, wie man das gerne haben möchte. Ich bestreue das Ganze noch ein bisschen mit Mehl und packe wieder beiseite, so für 20 Minuten, damit er ein bisschen aufgehen kann. Und jetzt ist auch schon der Kuchen abgekühlt. Ich schneide den mal in Hälften und für die Creme habe ich mir jetzt einfach zwei Becher Schmand und eine Dose gekochte Sguschonka, also diese karamellisierte gezuckerte Kondensmilch. Das kippe ich einfach alles zusammen, rühre ordentlich alles glatt und das wird die Creme. Damit bestreiche ich einmal den Kuchen in der Mitte, packe den oberen Teil drauf und bestreiche dann von oben auch erstmal so die Ränder und dann einfach mal glatt den ganzen Kuchen. Fertig. Nachher bestreue ich das auch noch mit ein bisschen Deko-Gedöns. Ja, und jetzt bin ich eigentlich auch schon fast fertig mit dem ganzen Kochen, Backen und so weiter. Und deswegen kann ich auch mal durchsaugen. Die ganze untere Etage einmal. Gestern habe ich das zwar auch schon abends gemacht, aber jetzt habe ich ordentlich gekrümelt, gekleckert, also muss das nochmal gemacht werden. Und jetzt ist der Teig aufgegangen in der Backform und ich packe mein Brot in den Backofen. Also zuerst für 10 Minuten bei 230 Grad und dann stelle ich die Temperatur runter auf 200 und lasse das Brot dann auch so 25 Minuten noch weiter drinne backen.
Ja, hier bestreue ich den Kuchen mit dem neuen Dekokram, was ich letztens gerade am Mittwoch gekauft habe. Super schön, diese Schokoladentröpfchen, richtig lecker. Und dann ist der Kuchen auch komplett fertig. Einmal noch ein schickes Foto für euch. Und jetzt wische ich die ganze untere Etage einmal den Boden durch. Das muss unbedingt sein. Die Mitbewohner haben überall gekleckert. Im Flur kann man wirklich den Spuren nachverfolgen, wer das genau war und welcher Tee. Das kann ich sehr gut mittlerweile beurteilen, je nachdem in welche Richtung die Tropfen führen. Ob das jetzt zur Treppe geht oder ins Wohnzimmer, weiß ich, ob das eins der Kinder war und welches, ne, nach der Sorte vom Tee. Man sieht das ja an den Flecken. Oder ob das jetzt mein Lieblingsehemann war, der ins Wohnzimmer dann mit seinem Tee marschiert ist. Deswegen muss das unbedingt einmal alles sauber gemacht werden, auch wenn ich eigentlich kaum noch geradeaus laufen kann. Gestern im Badezimmer habe ich ja auch nicht gewischt den Boden, sondern nur das Bad geputzt, also muss das auf jeden Fall auch gemacht werden. Alles andere an Hausarbeit, was so heute noch anstand, habe ich ohne euch so hinter der Kamera erledigt. Die Wäsche liegt immer noch. Hat keiner mitgenommen. Ja, und hier mache ich nur noch die Pizzas fertig. Es sind 2 Bleche geworden von dem Teig, den ich vorhin gemacht habe. Schön dünn ausgerollt und dann mit Soße und ein bisschen Ketchup beschmiert. Hier ist auch schon das Brot fertig, muss jetzt nur noch abkühlen. Ja, Christian sitzt hinter der Kamera und hilft mir ein bisschen. Er schneidet das Puttenfleisch klein. Raffi wuselt da jetzt links ein bisschen rum. Ich habe ihn gebeten, Müll rauszutragen, damit das jetzt nicht morgen den ganzen Tag hier steht. Ja, und genau das machen die Kinder, die helfen mir ein bisschen. Ich nehme auch für die Pizza was von Just Spices. Da gibt es ein super leckeres Pizzagewürz. Und ja, die eine Pizza ist mit Salami und die andere mit geräuchertem Puttenfleisch. So ihr Lieben, wir haben jetzt 7:10. Und ich spüre meine Beine nicht mehr und meinen Rücken schon gar nicht mehr, schon länger. Ja, ich bin richtig K.O. Wir haben gerade auch gegessen. Ich habe gerade den Geschirrspüler angeschmissen. Isi hat den vorhin ausgeräumt. Genau. Die Jungs haben auch ein bisschen hier und da was geholfen beim Pizzamachen und so weiter. Ich habe hier noch ein bisschen Pizza, ne? Also so sieht es aus. Also Pizza ist halt Pizza, ne? Da kann man nicht großartig was falsch machen. Meiner Meinung nach war sehr lecker. Ich glaube, die paar Stückchen, die da noch liegen, die werden heute auch verschwinden im Laufe des Abends. Ich wollte euch jetzt nur noch die fertigen Werke zeigen und mich von euch verabschieden. Ja, das ist das Brot. Guckt mal, wie schön das geworden ist. Es ist klein. Hört ihr, wie das knistert? Also es ist einfach nur herrlich. Und der Duft, ja, richtig schön. Dann habe ich hier den Kuchen. Meine Hände tun auch so weh von dem Wetter jetzt und auch von so viel Arbeit, was ich schon erledigt habe. Das ist jetzt mein Schoko-Bananen-Kuchen mit Schmand-Karamell-Creme. Also super einfach und unkompliziert. Ne? Also, so. Ich habe mich jetzt nicht so viel hier Aufwand gemacht mit Creme kochen oder irgendwas anderes noch. Das ist lecker. Ich hoffe, der Kuchen schmeckt morgen. Moment, ich klebe sonst. Ja. Und dann habe ich, okay, die Pizza haben wir ja schon fast eliminiert, kann ich nicht mehr zeigen, aber hier ist der Borsch. So schaut der aus, also richtig schön. Schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut.
darf ein bisschen abkühlen. Ja, und das ist jetzt auch schon alles. Von Borsch werde ich ein bisschen was abfüllen und zu Hause lassen. Und den großen Teil werde ich, so wie es ist, morgen mit dem Topf mitnehmen. Ne, da muss man zwar tricksen, ne, damit nichts ausläuft, überschwappt beim Transport, ne, nachher im Auto morgen. Man muss da irgendwie so eine Frischhaltefolie mache ich meistens drüber und dann mit Gummis alles befestigen und so weiter. Den Kuchen packe ich gleich sofort ins Auto. Draußen ist es ja kalt genug, so dass ich jetzt keinen Platz im Kühlschrank brauche zu verschwenden, sondern einfach ins Auto rein. Fertig. Kann bis morgen da bleiben und ja, wird dann morgen mitgenommen. Und das Brot, wenn es abgekühlt ist, nehme ich, denke ich mal, auch mit. Oder ein Teil davon, ich überlege es mir noch. Ja, so sieht's aus. Und ich verschwinde jetzt erstmal, glaube ich, unter die Dusche. Und dann bearbeite ich dieses Video für euch. Das wird ein langes Video, fürchte ich. Weil es eben so viel ist, was ich heute so zu tun hatte. Naja, ich weiß, dass viele von euch lange Videos gerne gucken. Also viel Spaß damit. Genau. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ich wünsche euch allen ein super schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.